Jo Leute, ich bin's Rising und ja, ich glaube, es gibt ein bisschen Erklärungsbedarf, ein bisschen Gesprächsstoff. In den letzten Tagen ist einiges passiert und zwar hat sich Monkey D. Entertainment, so wie sie waren, aufgelöst. Monkey D. Entertainment besteht natürlich weiterhin und wird vom ehemaligen Mitglied bzw. vom damaligen Mitgründer weitergeführt. Und zwar ist es Blackout. Allerdings ist von der damaligen bzw. aktuellen Crew niemand mehr drinnen vertreten. Er zieht das Ding jetzt alleine wieder groß. Ich wünsche ihm dabei auf jeden Fall sehr viel Glück. Und das MDB, die dritte Staffel, wird so, wie es in dem Infovideo war, nicht stattfinden. Blackout wird ein MDB3 machen. Allerdings läuft das Ganze dann über ihn. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Und wenn ihr schon eine Quali gemacht habt oder generell noch Bock habt, daran teilzunehmen, schreibt ihm in Facebook. Ich werde den Link bzw. den Link von der Page in die Infobox packen. Und ja, wie gesagt, Monkey D. hat sich aufgelöst. Was heißt aufgelöst? Ich bin einfach nur raus und die anderen fünf Jungs haben sich jetzt mit Yuji zusammengetan und haben eine neue Crew. Und ja, dazu werde ich auch den Link natürlich unten in die Beschreibung packen, weil ich habe mit den Jungs noch Kontakt und wir sind wegen persönlichen Differenzen auseinandergegangen. Und ja, ist halt doof gelaufen, aber Einzelheiten gehen da, glaube ich, niemandem etwas an. Ein Stück weit ist auch einiges von meiner Seite passiert, was so nicht hätte passieren dürfen, was nicht hätte passieren sollen. Ich finde es sehr, sehr schade, weil mir hat die Mucke mit den Jungs auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz werde ich weiterhin aktuell an meiner EP arbeiten. Die wird definitiv kommen. Da werden auch ziemlich viele coole Dudes dabei sein. Ich habe schon ein paar fette Zusagen dazu. Und ja, aktuell bin ich dabei, mir eine neue Crew aufzubauen. Die soll bisher aus 4 Leuten bestehen. Aktuell bin ich da mit Yasu ziemlich gut in einem Gespräch und wir suchen halt noch 4 weitere Jungs oder auch Mädels, die musikalisch sind, die ein bisschen was mitbringen, sei es Video schneiden oder Grafikdesign oder sonst irgendwas. Ich selber werde jetzt gecoacht, dass ich Videos selber machen kann und dass ich selber mischen kann, dass ich quasi ein Allrounder werde. Insofern sollten halt prinzipiell in der Hinsicht alle Seiten gut abgedeckt sein. Und ja, wie es in Zukunft weitergehen wird, das steht halt noch in den Sternen. Es ist aktuell noch alles ziemlich roh und in Planung. Die anderen Jungs haben schon eine Crew. Ich wünsche denen auch sehr, sehr viel Glück und viel Erfolg weiterhin, selbstverständlich. Und ja, was passiert jetzt mit diesem Kanal? Es ist natürlich schade, dass dann dieser Kanal so nicht mehr weiterläuft, wie er geplant war. Ich habe mir jetzt innerhalb von diesen beiden Staffeln eine gewisse Reichweite aufgebaut und werde die deswegen auch absolut nicht verschenken. Der Kanal wird ab jetzt Battle Rap mit Rising heißen. Ich werde dazu vielleicht ein paar Talks bringen mit ein paar anderen Künstlern über die verschiedenen Turniere, übers JBB, übers VBT oder hast du nicht gesehen. Und vielleicht wird dann im Laufe der Zeit hieraus dann eine neue Crew-Channel entstehen und ja, wir gucken mal, wie das Ganze vonstatten läuft. Ich finde nur, dass ihr ja erfahren solltet, warum es jetzt so gelaufen ist und warum es jetzt so nicht stattfinden wird, das MDB. Zumindest unter meinem Namen. Insofern, was kann ich noch sagen? Ja, selbstverständlich soll der Kanal auch weiterhin dafür sein, dass man eine gewisse Reichweite erreicht und wenn Leute jetzt sagen, hey, cool, ich habe einen fetten Track, aber leider ist mein Kanal nicht ganz so groß wie jetzt eurer, auch wenn der jetzt mit den 270 leider absolut nicht groß ist. Aber sollte trotzdem das Interesse bestehen, dann darf man mich gerne anschreiben und kontaktieren. Und dann kann man seinen Track auch über unseren Channel veröffentlichen, zumindest aktuell noch. Und ja, dann könnt ihr euch bei uns repräsentieren. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich und mega gehypt darauf, wie es in Zukunft hier weitergehen wird. Ich freue mich auch mega darauf und ja, ich würde sagen, bis dahin.
Haut da rein.